Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch hier in der Kategorie Mulcher euch heute den TMC Cancela TNP 140 vorstellen. Gibt es jetzt auch als Mod. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt unterschiedlich ist, weil den gibt es jetzt hier im Spiel. Der kostet hier auch 4.500 Euro, 12 km/h, 1,40 m, 480 Kilo, 70 PS entsprechen hier 51 kW an Leistung, was der braucht. Und das gleiche hat jetzt der hier. Ich habe jetzt beide mal gekauft. Schauen wir uns mal die dann auch gleich an. Ja, das gute Stück kostet hier Miete 229 Euro. Wie gesagt, das eine haben wir schon hier gesprochen. Gehen wir jetzt hierher. Das hier ist jetzt hier der Mod. Das ist jetzt hier das Original aus dem Spiel. Was jetzt unterschiedlich ist, keine Ahnung. Sehen beide eigentlich gleich aus. Ja, habe ich jetzt wieder den kleinen Schlepper, den ich euch ja gezeigt habe. So. Schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn ich jetzt die immer das Original nehme. So. Und jetzt den hier nehmen. Mal schauen, den mal Anhänger, was da passiert. Eigentlich ist nichts anderes da. Ups, falsche Richtung. Wir hängen jetzt einfach hier das gute Stück mal jetzt dann gleich mal hier einmal hinten dran. So, jetzt drehen wir gleich mal. Weiter ausholen, den hängen wir mal vorne dran. Schauen wir mal, was mal wie hier was ist. Abgehängt, so weiter ran. Schauen wir mal, dass wir den hier vorne anhängen natürlich. So, immer noch nicht. So. So, jetzt haben wir. So. Haben jetzt beide Mulcher dran. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Was sich reimt, ist gut. So, Ypsi. So. Wir testen jetzt da hier erstmal den Mod. Der ist ja hin. Also, senken wir das Gerät. So. Ah, die Arbeitsbreite, schauen wir mal. Die hat er größer gemacht. Okay. Und jetzt hier vorne das gute Stück. Ja, das ist jetzt hier der Unterschied. Also er hat bei denen hier die Arbeitsbreite größer gemacht. Also schauen wir jetzt nochmal hier rein im Shop, was, ob ich was übersehen habe. Also hier, der hat hier eine Arbeitsbreite von 1,40 Meter. Auch 1,40 Meter. Also er hat hier den größeren Wert hier nicht eingetragen, dass das Ding vielleicht 3 Meter hat oder sowas. Ja, das ist ganz praktisch, würde ich mal sagen. Ja, wenn's wer natürlich möchte, natürlich. Eine größere Arbeitsbreite. Das ist schon mal eine ganz coole Sache natürlich. Für, wie gesagt, die Leute, die was es möchten. Das ist halt so ein Mod, wo man sagt, ja, wenn es sein muss, sagen wir mal so. So, ich stelle mal das Gerät mal hier auf die Seite. Das Original natürlich. So. Und das jetzt hier natürlich jetzt der Mod. Also, wenn man jetzt mal schaut. Den Vergleich natürlich. Also, das ist ja, sagen wir mal so, ja, 3 Meter ungefähr ist die Arbeitsbreite. Die doppelte Breite natürlich. Schauen wir uns mal rein, die Lok mal an. Da sehen wir jetzt hier, ja, die Lok selber hier ist hier fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es wieder rein, würde mich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.